Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Grand Theft Auto 5. Ja, wir haben jetzt dieses luxuriöse Anwesen mit Franklin erhalten, indem wir einen Unternehmer ins Jenseits geschickt haben, wodurch sein Aktienkurs massiv eingebrochen ist. Gucken wir sie uns mal an und ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Natürlich hier auf meinem Kanal. So. Ah. Okay, es ist natürlich noch alles offen. Muss noch alles eingeräumt werden. Mann, ist das geil. So ein Häuschen hätte ich auch gerne. Guck sich mal einer diesen Ausblick an. Los Angeles. Stadt der verlorenen Engel. Wer stellt hier eine Papiertonne mit dem Mang rein? Hammer. Ein begehbarer Kleiderschrank hat man auch nicht hier alle Tage. Brücke, okay, um das Spiel zu speichern, machen wir das direkt mal. Yoga beruhigt, ja. Ups, hier ist. Da ist die Türe. Freunde, ist das Hammer oder ist das Hammer? Also, ich gäbe was drum, so ein Anwesen zu haben und dann noch ordentlich Asche an die Füße. Alter! Was für ein Traum! Another turd shop? Oh, I gotta school your ass. Tja, Shop. Benutze ich so gut wie nie den Köter. Das ist der Zugang zu unserer Garage. Eine festgerostete Tür. So, und jetzt besuchen wir erstmal unsere crazy Tante. Sehr schön. So, wo wohnte sie noch, die Alte? Ich glaube, hier irgendwo. Kann jetzt sein, dass das jetzt die verkehrte Richtung war, aber wie gesagt, die verkehrte Seitenstraße. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Motorräder. Eigentlich geht der Satz ja anders, aber ich liebe Motorräder. Es gibt nichts Schöneres, mit einem richtig geilen Bike durch die Gegend zu cruisen. Und da mache ich keinen Unterschied, ob es sich um einen Chopper handelt oder ob es eine Rennmaschine ist. Kommt auch immer bei den Mädels gut an. Egal welches Alter. Gut, ich habe auch gerade den Fallflieger gemacht. Ist das nicht schön? Halt an. Ja, ja. So, wo ist er denn? Oh,
Was willst du? So, wenn du einen gestohlenen Gegenstand bekommst, kannst du ihn entweder behalten oder gegen Belohnung zurückgeben. Ja, wir sind mal so freundlich. Dankeschön, dass du angehalten hast. So, ich denke, wir müssen jetzt rechts. My good deed for the day. Incredible, dude. You should keep some of that for yourself. Aber gerne doch. Dankeschön. $1,800, lala. Ja, das kann sich sehen lassen, Freunde. Das kann sich sehen lassen. Wieder eine gute Tat vollzogen. Aber ich bin mir sicher, so wie ich mich kenne, kommt die nächste schlechte Tat stehenden Fußes. Also diese Spezialfähigkeit von Franklin ist genial. Ba-bum, ba-ba-dum, ba-bum. Ich glaube, es war das richtige Viertel gewesen, das ich mir da angewählt habe. Tante, ich bin wieder da. Na, bist du deinen Beckenboden am Trainieren? Was? Zu? Hallo? Mach auf! Hallo, Tante? Bin ich ausgesperrt? Was für eine Sauerei. Ups. Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht. So. Ach, ich hätte natürlich auch die Waffe aus. So. Ja, warum explodiert die denn nicht? Ich kann sie. Ah. Hallo? Gut. Tür offen? Nein? Scheiße. Ich wollte mich doch nur von meiner Tante verabschieden. Na, okay, kein Problem. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Da haben wir Lester zum zweiten Mal. Ist sonst noch was hier, irgendwas Interessantes? Ach ja, fahren wir zu Lester, gucken wir mal, was er hat. Meine Tante hat mich nicht mehr reingelassen. Da habe ich so freundlich angeklopft. Und nix. Gut. Cocksucking ass.
jackpot tomorrow and join Los Santos Country Club, where I'll spend the rest of my life playing golf. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, Debonair cigarettes. Debonair? Okay, dann wollen wir doch mal direkt gucken. So. Finanzen und Dienste. Debonair, da haben wir sie. Investieren wir mal ein bisschen was. Alles, was ich habe. Hoffentlich lohnt sich das, sonst bin ich jetzt pleite. Gut. So, schauen wir mal, was bei rauskommt, wo der ist. Scheint gerade mit dem Auto unterwegs zu sein, der Gute. So, wen brauchen wir denn davon? Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt am Laufen. Richtung Norden, Yacht von der Küste, vor der Küste von Pacific Bluffs, in der Nähe von Pipeline Inn. Gut. Ja, ich weiß, ihr seid alle Geisterfahrer, nur ich nicht. Muss das jetzt so schwanken?
Weißt du was? Two down. Help me! Shit, cops! Damn, I ain't got much time left. So. Nur nicht nervös werden lassen. Die Polizei gibt schnell auf. Zumindest bei Einsternverfolgungen. Und wenn sie keinen Sichtkontakt haben. Das war der zweite Streich. Der dritte folgt zugleich. Das war's. Jetzt brauchen wir die dritte Zielperson. Sie liegt auf dieser Strecke. Ups, sorry. Oben irgendwie? So, Franklin, my boy. Kletter, 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 Jungen, hau rein! Ist das die Person, die da hinten auf dem Aufzug steht? What the hell was that? Bless the bed, I appreciate this shit. So. Hui. Jetzt in deinem Motorradfahrer. Schalte den letzten Geschworenen aus. Gut, welche Maschinenpistole nehmen wir dafür? So. Oh, ja, stellt euch mir nicht in den Weg, bitteschön. Ich habe noch Arbeit zu erledigen. So. Ist diese Stelle? Ah ja. Gut. Scheiße. Die müssen ja jetzt natürlich kommen. Immer dann, wenn man sie nicht gebrauchen kann.
Aber hey, ist gar kein Problem. Hab ich's geschafft? Ich hab ihn doch noch vom Motorrad geschossen. Ernsthaft? So. Wo ist er? Da oben. Ich denke, da sind wir von der anderen Seite wesentlich schneller. So, 2 Minuten haben wir. Passt. So, schön an dem College vorbei. Nicht in das College rein, Franklin, my boy. Ach, ich fliege schon wieder. Ja, so kann man natürlich auch Zeit vertrödeln. Komm. Was dich nicht umbringt, mein Junge, mach dich härter. So. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. I have no time for you. I ain't got much time left. Nee, 1 Minute noch. Aber hey, es ist genug Zeit. Jedenfalls mehr wie vorhin, als die Polizei uns auf den Fersen war. Also in der Ruhe liegt die Kraft. Are you kidding me? Komm, steig ab! Geschafft, geschafft, geschafft! Alter, er ist doch tot! Er ist doch tot! Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ist die Quest buggy. Ah! Ernsthaft? Entweder ist die Quest buggy oder ich bin heute total Mischugge. egal. So. So, 2 Minuten 9 Sekunden haben wir. Passt.
So. Jetzt schaffen wir's. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich verstehe es nicht. Der ist jetzt zweimal gestorben und zweimal habe ich es nicht angerechnet bekommen, weil es in den letzten Sekunden lag. So, aber jetzt wird er sterben. Damn, I ain't got much time left. So. Ja, okay, müssen wir noch mal neu machen. War klar gewesen. Es ist unlogisch, Freunde. Es ist einfach nur unlogisch. So. Das sind so Quests, die mich innerlich aufregen. Nicht, weil sie schwierig sind, sondern weil sie einfach nicht funktionieren auf irgendwelchen Gründen, die sich mir nicht erschließen. Wir trampeln durch die Heide, wir trampeln durch die Saat, hurra, hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Frei nach Größe. So, jetzt aber. Ah, jetzt aber. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Excellent. Mord mit vielen Zielen geschafft. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Money. Bisschen schneller. Hurry. Dankeschön. Bin hier auch schon weg. Hallo, Polizia. Target.
kleine Abschlussverfolgungsjagd zum Spaß. Oder auch nicht. So. Okay, da ist mir zu viel los auf dieser Straße. Nehmen wir halt die andere Straße. Pff. Franklin, was machst du nur? So, und heimwärts geht's. Oh, das Haus von Martin Madrazo wird wieder aufgebaut. So, und bevor wir die Folge abschließen, gucken wir mal noch nach Debonair Aktien. Erstmal die Waffe weg, die brauchen wir hier nicht. So. Debonair. Oh, sind schon mal ordentlich gestiegen. Maximum 30,6%, 30,16%. Gut, warten wir noch einen Tag und dann verkaufen wir sie, würde ich sagen. Was sagt die Uhrzeit? 33 Minuten schon. Naja, okay, speichern wir mal eben. So, und was sagt die Welt? Ja, die Welt sagt gar nichts und es ist dunkel, die sieht mich gar nicht. So, jetzt seht ihr mich wieder. Sehr schön. Gucken wir mal. Debonair, plus 53%. Gut, verkaufen wir alle, haben wir einen ordentlichen. Ja, doch, da haben wir einen ordentlichen Gewinn gemacht. Hat sich gelohnt, Freunde? Hat sich gelohnt. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, Freunde, Support ist kein Mord. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif, macht es gut, bis später denn. Ciao, ciao.